Assalamu alaikum. Ich hoffe, es geht euch allen super. Jetzt sind wir beim letzten. Und zwar bei Mesha und in Modara sagen wir Yemshi. Dann fangen wir mal an. Hua Yemshi. Er läuft. Huma Yemshian. Die beiden laufen. Hum Yemshun. Sie laufen. Ihr wisst, dass die roten Buchstaben die Buchstaben sind, die zu der Gegenwart gehören und die fügen wir dann einfach dem Verb hinzu. Und je nachdem ändern sich dann auch die Harakat, die Kesra, Fetha und Shadda, falls es gibt. Also, ja. Sagt mir mal nochmal nach. Hua Yemshi, Huma Yemshian, Hum Yemshun. Dann kommen wir zum nächsten. Hier Temshi. Sie läuft. Huma Temshian. Die beiden weiblich laufen. Hunna, jetzt haltet euch fest. Hunna Yamshina. Nicht Yamshina, Yamshina. Weil der Shin Kesra hat und danach ein Ja kommt, können wir nicht Sukun machen. Und deswegen verlängern wir den Shin, weil Ja und Kesra sich gegen, also sie passen zusammen. Und deswegen verlängern wir den Shin. Hunna Yamshina. Sie weiblich laufen. Sprich mir nochmal nach. Hier Temshi. Huma Temshian. Hunna Yamshina. Kommen wir zum nächsten. Ente Temshi. Du läufst. Entuma Temshian. Ihr beide läuft. Entum Temshuna. Sprich mir nochmal nach. Ente Temshi. Entuma Temshian. Entum Temshun. Jetzt zum weiblichen. Enti Temshina. Entuma Temshiani. Entunna Temshina. Du läufst, ihr beide läuft, ihr läuft und alles im weiblichen. Sprich mir nochmal nach. Enti Temshina. Entuma Temshiani. Entunna Temshina. Und dann kommen wir zum letzten. Ana Emshi. Nahnu Nemshi. Ich laufe, wir laufen. Da wir dieses El-Mizan schon die ganze Zeit hatten, will ich es euch als Hausaufgabe legen. Mesha gehört zu Fa'ala in der Wiege oder in der Waage. Jetzt Yemshi. Zu was gehört es? Zu Yaf'alu, Yaf'ilu, Yaf'ulu. Schreibt es bitte in den Kommentaren und ich werde es dann zensieren. Kommen wir dann noch zum anderen Verb, denn Yemshi, der Elif wird zu einem Ja. Wir brauchen jetzt ein Beispiel für einen Elif, der zu einem Wow wird. Und deswegen da Yadu. Okay? Hua Yadu, er ruft. Huma Yadu'ani, die beiden rufen. Hum Yadu'una, sie rufen. Nochmal. Hua Yadu. Huma yad'uwan, hum yad'uun. Kommen wir dann zum weiblichen. Hier tad'u. Huma tad'uwan, hunna yad'uun. Sie ruft, die beiden weiblich rufen und sie weiblich rufen. Kommen wir dann zum nächsten. Enta tad'u. Entuma tad'uwan. Entum tad'uun. Du rufst, ihr beide ruft und ihr ruft. Alles natürlich männlich. Jetzt kommen wir zum weiblichen. Enti tad'in. Entuma tad'uan. Entunna tad'uun. Achtet hier auf tad'uun. Und dann zum letzten. Oder also. Du weiblich rufst, ihr beide weiblich ruft und ihr weiblich ruft. Und dann zum letzten, ana ad'u und nahnu nad'u. Ich rufe, wir rufen. Wiederholen wir das nochmal zusammen. Hua yad'u, huma yad'uan, hum yad'un. Hier tad'u, huma tad'uan,
Hunna yad'un, anta tad'u, antuma tad'uan, antum tad'un, anti tad'in, antuma tad'uan, antunna tad'un, ana ad'u, nahnu nad'u. Und dann zu Al-Misan. Da'a gehört auch zu Fa'ala, weil es Da'awa ist. Und das habe ich euch schon davor erklärt. Wer es nicht verstanden hat, kann gerne nochmal fragen. Ich kann es ihm nochmal versuchen zu erklären in einem extra Video. Und zu was gehört es jetzt? Yad'u. Zu yaf'alu, yaf'alu, yaf'alu. Schreibt es mir in den Kommentaren. Abonniert mich, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Und immer Daumen hoch. Mas salama.